Serge Michel, der Bavarian Sniper, hat vor kurzem bei Top Dog um die Championship Ringe, um den Titelkampf gekämpft, ja? Das Video dazu ist jetzt endlich auf YouTube online, nachdem ihr eine ganze Weile gefragt habt, wann ich darauf reagiere. Das machen wir jetzt. Seit gestern funktioniert meine Heizung zu Hause irgendwie nicht richtig. Ein bisschen kalt bei mir zu Hause, deswegen auch die Mütze und die Jacke. Übrigens an dieser Stelle kurze Werbung. Falls ihr die Jacke genauso fresh findet wie ich, die ist von Pitbull West Coast und die habe ich bei Kunpon bekommen. Ihr wisst, kunpon.de, mein Rabattcode ist Ring10, da bekommt ihr alles immer mindestens 10% günstiger. Es gibt noch eine andere große Auswahl an Jacken dort, auch für den Winter, falls ihr noch was braucht. Jetzt legen wir aber los. Da ist unser gut aussehender junger Mann, das ist der Serge, aka Bavarian Sniper. Er ist 1,81 Meter groß, 84,75 Kilogramm schwer, 35 Jahre alt. Boxen ist ein Kampfsport-Hintergrund, seine Reichweite beträgt sage und schreibe 1,93 Meter. Und bei Top Dog FC steht er mit einer Statistik von einem Sieg und keiner Niederlage. Hier kommt jetzt sein Gegner, das ist der amtierende Champion bei Top Dog. Das ist Naim Samurai Daudov. Ja, er ist 1,86 Meter groß, 83,95 Kilogramm schwer, 25 Jahre alt, Kickboxen ist sein Kampfsport-Hintergrund, seine Reichweite 1,87 Meter und bei Top Dog FC steht er mit einer Bilanz von 5 Siegen und einer Niederlage. So, Fun Fact für diejenigen, die jetzt gerade einschalten und nicht wissen, was der Hintergrund ist. Serge Michel, der Bavarian Sniper, hat in seinem ersten Kampf schon diesen Mann besiegt, den amtierenden Champion, hat damals aber leider nicht den Titel gewinnen dürfen, weil bei deinem allerersten Kampf darfst du theoretisch noch gar nicht um den Titel kämpfen. Jetzt gibt es ein Rematch zwischen den beiden und der Serge hat gesagt, okay, ich mache das Rematch, aber nur, wenn es diesmal um den Titel geht. Der erste Kampf zwischen den beiden war schon verdammt interessant, deswegen bin ich jetzt echt gespannt, wie der zweite ablaufen wird, wie die sich aufeinander abgestimmt haben, ja. Im ersten konnte Serge den Kampf durch Knockout gewinnen, jetzt mal sehen, wie der zweite ablaufen wird. Respekt haben die auf jeden Fall voreinander. Naim sieht ein bisschen austrainierter aus wie beim letzten Mal, finde ich. Bisschen robuster irgendwie, ja. Ich war ja vor einer Weile beim Serge. Oh! Serge kämpft doch nicht in Jeans. Als ich bei ihm im Gym war und er sich für diesen Kampf vorbereitet hat, hat er gesagt, dass er in Jeans kämpfen möchte und deswegen hat er auch in Jeans trainiert. Aber jetzt, wie ich das sehe, kämpft er in Cargohose, ja? So, let's go! 5-Runden-Kampf ist es, ein Titelfight, ja? Oh mein Gott, direkt der Knockdown von Naim! Holy shit, was geht denn ab? Direkt in der ersten Runde, nach 10 Sekunden, hat er schon einen Knockdown erzielt. Uff. Direkt eine Rechte durch die Mitte, durch die Deckung hindurchgegangen bei Serge. Der versucht es jetzt hier ordentlich zu verteidigen, damit keine weiteren Treffer durchkommen. Klammert jetzt. Uff. Boah, da muss der Serge aufpassen, ja? Zum Glück haben die jetzt hier gerade diesen Dennis. Oh, komm schon, direkt. Direkt Punktabzug für ein bisschen Klammern. Ja, ey, der Typ wurde hier gerade fast ausgenockt. Gib ihm doch wenigstens so 1-2 Sekunden Zeit, sich wieder zu fassen. Ja, der versucht halt zu klammern, damit der Kampf nicht direkt vorbei ist, ja. Kriegt direkt einen Punktabzug. Serge versucht jetzt hier gerade mitzuschwingen, vielleicht selber einen Lucky Punch zu erwischen mit dem Aufwärtshaken, mit dem er direkt im ersten Kampf den Knockdown erzielt hat, hat er es jetzt hier nochmal versucht. Aber Naim, der Samurai, riecht hier schon die Möglichkeit, den Kampf vorzeitig zu beenden. Nochmal ein Niederschlag! Ach du Scheiße, was geht jetzt hier gerade ab? Was ist das für eine erste Runde, erste Minute? Komm schon, Serge, komm schon! Er versucht in der Doppeldeckung sich zu verteidigen. Boah, die linke Gesichtshälfte von Serge ist schon richtig angeschwollen. Boah, der Naim kommt diesmal deutlich gefährlicher als am ersten Fight. Man sieht es, er ist viel, viel gefährlicher als im ersten Fight, ja? Serge ist immer noch angeschlagen. Noch 20 Sekunden jetzt hier in der ersten Runde verbleibend. Uiuiui, die Beine sind immer noch ein bisschen wackelig. Noch 5 Sekunden, die Deckung sitzt. Naim hat richtig Selbstbewusstsein getankt, schaut ihn euch an. Oh, wow. Was war das gerade, Mann? Leck mich, was war das gerade? Mit dem ersten Treffer hat er ihn schon direkt perfekt am Kinn oder irgendwas erwischt und ihn runtergeschickt, ja? Holy shit, die Wiederholung müssen wir uns anschauen. Serge steckt richtig in Schwierigkeiten gerade.
Sein Team versucht jetzt hier auch gerade alles Mögliche. Die haben Eis, drücken ihm das Eis ans Gesicht, dass es nicht komplett anschwillt. Die müssen jetzt wirklich gute Arbeit leisten in der Ecke, damit er weitermachen kann. Wiedergabegeschwindigkeit auf 0,5. Es sind 2 Sekunden in der Runde vergangen. Böse. Naim zeigt unten mit der Führhand und knallt die rechte dann ganz böse oben hin. Nochmal. Slow Motion. Schaut mal. Führhand zeigt er zum Körper. Rechte oben direkt an die Wange, an das Kinn von Serge. Oh mein Gott. Boah, die war echt verdammt böse, Mann. Das ist echt ein Wunder, dass Serge da überhaupt wieder aufgestanden ist nach diesem heftigen Treffer, ja? Weiter geht's jetzt in der zweiten Runde. Kämpferherz ist auf jeden Fall da auf der Seite von Serge. Er hat ja weit über, ich weiß nicht, was hat er gesagt, über 150 Kämpfe bereits in seiner Amateurlaufbahn bestritten, hat einige Profikämpfe bestritten, war bei den Olympischen Spielen, ja. Der ist ein Kämpferherz, der ist ein Boxer durch und durch. Aber hier muss er sich richtig durchbeißen und jetzt ein Mittel finden gegen Naim. Jetzt mit der langen Führhand arbeitet er. Ja, jetzt kommt das gute Boxen von Serge raus. Genau das muss er machen. Naim auf Distanz halten. Schön unter Kontrolle bringen den Fight. Auch bei Naim hat sich jetzt mittlerweile ein Cut unter dem Auge geöffnet. Jetzt ist nicht mehr so viel Selbstbewusstsein da wie direkt in der ersten Runde. Und Serge schwingt hier durch wie ein Wild geworden. Er sucht jetzt ja auch die harte rechte Hand, damit er vielleicht seinen Gegner runterschicken kann. Ei. Junge. Auch bei Naim scheint die Luft auch ein bisschen raus zu sein. Schaut es euch mal an. Der hat sehr viel Energie rausgelassen in der ersten Runde. Das hat sehr viel Energie gekostet. Auch er atmet jetzt schwerer. Boah, harte Körperangriffe von Naim. Auch Körperangriff zurück von unserem Serge. Ja, schön mit der Führhand. Schöne Aufwärtshand, ja. Beinahe wieder wie beim ersten Kampf gut getroffen. Unser Bavarian Sniper zeigt jetzt seine Präzision. Er wird nicht umsonst Sniper genannt, ja. Präzise trifft er jetzt hier gerade seinen Gegner Naim, den Samurai. Diese Führhand richtig schön knackig durch die Mitte. Oh, das war eine Schelle. Das war eine Schelle, das habe ich gesehen. Das war eine Schelle. Das war auch eine Schelle. Der hat jetzt 2 Schellen hintereinander gehauen. Ich glaube, die Hände von Naim tun ihm weh. Entweder sind die Hände von ihm durch oder die tun verdammt weh, weil er hat jetzt 2 Backpfeifen hintereinander verteilt, ja? Keine Fäuste mehr gerade. Und noch eine dritte hinterher. Ja, deutlich bessere Runde für unseren Serge. Deutlich bessere Runde. Die erste Runde ging ganz... Das Problem ist, die erste Runde hat schon so viel jetzt gekostet. Erste Runde gab es Niederschlag plus Punktabzug für Serge. Katastrophe, dass die erste Runde so angefangen hat, ja. Die zweite Runde war jetzt seine Runde auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Wir kommen zur dritten Runde. Und das Krasse ist, es gibt noch dann 2 komplette weitere Runden. Der Kampf geht nämlich über 5. Unglaublich spannender Kampf bis jetzt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, richtig geiler Fight zwischen den beiden. Ja, das Tempo ist bei beiden ein wenig jetzt raus. Nur noch einzelne Aktionen werden rausgebrettert. Serge versucht jetzt den Druck aufrecht zu halten. Mit der Doppeldeckung marschiert er jetzt auf ihn zu. Hey. Boah, Junge, immer wieder diese 2 Jabs, die beiden werfen und treffen, ne? Aber da scheinen die Trainingsmethoden vom Serge scheinen hier Früchte zu tragen, ja? Dieses Hände abhärten, das er die ganze Zeit gemacht hat, seine Knöchel und Fäuste abhärten, weil er haut hier die ganze Zeit weiter noch mit der geschlossenen Faust und hat hier wohl keine Probleme, während auf der anderen Seite Naim die ganze Zeit nur noch Ohrfeigen verteilt. Dem tun die Hände weh, garantiert, irgendwas ist da kaputt gegangen. Serge versucht jetzt den Körper vom Samurai kaputt zu machen, auch mit der langen rechten durchgeschwungen. Samurai trifft jetzt aber 2 harte Hände im Infight.
Schöne Deckungsarbeit von Serge, schafft es mit den Unterarmen immer die Hände von seinen Gegnern zu verteidigen. Oh, wow, 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 ey, 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 ey. Das geht in die Niere. Hallo. Boah, meine Güte, was ist das für ein Fight? Kann man nicht sagen, ne? Das ist mit einer der spannendsten Kämpfe bis jetzt. Natürlich für mich persönlich einer der spannendsten Kämpfe, weil ich gut mit Serge bin und das jetzt so ein emotionales Ding bei mir ist, ne? Aber auch so rein vom Fight her, richtig qualitatives, gutes Boxen auf hohem Niveau von zwei richtigen Kriegern. Das hier, der gute Mann, das ist sein Vater und gleichzeitig auch sein Trainer. Das ist der Mann, der ihm das Boxen beigebracht hat und der ihn jetzt bei der ganzen Vorbereitung auch begleitet hat, ne? Auf diesen Kampf ready gemacht hat. Der gibt ihm jetzt noch die letzten Kommandos. Auch auf der anderen Seite, Naim, Samurai, bekommt auch Kommandos. Mal sehen. Vierte Runde. Serge weiterhin im Vorwärtsmarsch. Eier aus Stahl, der Kollege. Hat hier schon unfassbar harte Treffer kassieren und einstecken müssen. Dennoch marschiert er nur vorwärts gerade. Schönes Headmovement, schöne Verteidigungsarbeit. Und da gleichzeitig immer einen Schritt näher zum Gegner und versucht den Druck aufzubauen, um seine Aktionen zu finden. Aber Naim kontrolliert ihn jetzt gerade verdammt gut mit der Führhand. Ist ein bisschen aktiver gerade. Kondition. Die Körpertreffer tun weh. Komm schon, Junge, komm schon, Junge, beiß dich durch. Immer ein Ticken zu weit daneben. Aber es ist halt jetzt auch schwierig, alles ist angeschwollen, die Sicht ist jetzt ein bisschen... nicht mehr 100% vielleicht da. Ja, wieder schön boxen. Schön ranboxen. Jab oben, Jab unten zum Körper. Schön. Schön gemieden. Die Runde war leider eine Runde für Naim. Uff, die Runde war leider eine Runde für Samurai jetzt, ja, da hat er aktiver und besser gearbeitet. Ich hoffe, der Serge kann jetzt nochmal eine richtig starke letzte fünfte Runde rausbrettern, ja, um nochmal ein Statement zu setzen. Boah, jetzt geht's nochmal um alles, Naim ist schon in der Mitte vom Ring, hoch motiviert. In der fünften Runde, jeder einzelne Schlag bei so einem Kampf kann es natürlich entscheiden, ne. Ja, ein einziger Treffer reicht schon und dann kann der Kampf vorbei sein. Egal wie aussichtslos das Ganze aussieht. Aber unser Serge muss jetzt hier Vollgas geben. Hey. Schön. Junge, mein Herz, ja. Ja, Serge nochmal jetzt im Vorwärtsmarsch. Komm schon, Junge. Не крутись, сам крутишься. Fight. Meine Güte, schaut euch das Gesicht vom Serge an. Oh mein Gott, ist es angeschwollen, ja? Naim hat ihn richtig bearbeitet. Fuck, ist das böse.
ist das böse. Aber jetzt sogar mit den Händen unten. Hände unten, sag komm, komm, hau drauf. Verliert jetzt gerade den Mundschutz, steckt sich wieder rein, weiter geht's. 30 Sekunden. Eieieiei, diese Führhände von Naim, ne, immer wieder. Immer wieder gehen die leider ans Ziel. Und Serge mit dem Kopf jetzt voran. Da musst du natürlich jetzt nach ihm aufpassen, ne? Serge bietet ihm jetzt hier gerade die ganze Zeit die Stirn. Aber die Stirn gegen blanke Faust, da bricht die Hand ganz, ganz schnell, ne? Deswegen ist er jetzt hier auch deutlich vorsichtiger. Schaut mal. Ah, starker Fight auf jeden Fall. Wirklich sehr, sehr starker Fight. Aber ganz klarer Sieg hier diesmal für Naim. Ja, nachdem Serge es geschafft hat, ihn im ersten Kampf zu besiegen, hat er es geschafft, jetzt hier im Rematch den Titel bei sich zu behalten. Wirklich verdammt guter Fight und man sieht auch, Respekt gegenseitig ist da. Wir kommen jetzt natürlich auch direkt zur Siegerehrung. Und also wie gesagt, es ist eindeutig hier, wer gewonnen hat. Ja. Ja, Naim Daoudov ist jetzt der Champion geblieben. Also, im Großen und Ganzen, das hat alles mit der ersten Runde angefangen, leider. In der ersten Runde, dieser Niederschlag hat Serge schon die Beine genommen. Da hat er schon sehr viel Schaden nehmen müssen, war noch nicht ganz da mit dem Kopf und hat die Runde halt extrem abgegeben. Der Körper braucht ein bisschen Zeit, um sich von so einem Niederschlag, von so einem harten Treffer zu regenerieren. Und das hat man auch in den nächsten Runden dann noch gemerkt, ja. Schade, das ist halt das Problem, wenn der Kampf losgeht, dein Nervensystem, das ist alles noch nicht hochgefahren und dann bekommst du einen richtig bösen Treffer direkt zu Beginn und alles ist wieder direkt auf Null, ne? Schade, schade. Aber wir werden auf jeden Fall von Serge noch einige sehen und ich hoffe, dass er jetzt im nächsten Kampf wieder, mal sehen, ob es ein Rematch gegen ihn sein wird oder ein anderer Gegner. Ich hoffe gerade eigentlich ein anderer Gegner, dass er sich da ein bisschen wieder hochkämpfen kann und dann vielleicht irgendwann im Anschluss wieder gegen Naim, ja. Dann gibt es den dritten Kampf zwischen den beiden und das würde mich auch verdammt interessieren, ja. Jedenfalls, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Ich weiß, dass der Serge sich das durchlesen wird. Ich werde auch Instagram und alles vom Serge in die Videobeschreibung reinpacken. Folgt ihm gerne, verfolgt ihn auf seinem Weg, unterstützt ihn. Da kommt noch sehr, sehr viel Geiles auf uns alle zu. Das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video, Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.